Ja, nachdem wir im letzten Tutorial das ganze Haus gebaut haben, werden wir es jetzt anmalen. Und zwar, wir werden es nicht mit GW-Spray sprühen, weil dann würde wahrscheinlich hier die ganze Schaumpappe, alles was Schaumpappe ist, oder Styrodur, ein bisschen weggeätzt. Das ist immer ärgerlich. Von daher malen wir es einfach mit Hobbyline matt schwarz an. Und das ist relativ günstig. Die Farbe gibt es in jedem Hobbyladen oder auch im Internet zu bestellen. Und das ist ein großer Da Vinci 20er Pinsel. Gibt es eigentlich auch überall. Dann, je größer der Pinsel, desto schneller geht es anmalen oder das Grundieren. Also es geht eigentlich super flott. Kann auch erstmal drüber gehen und wenn man dann noch Stellen sieht, wo noch nichts, gerade bei den Schindeln, hier diese Löcher, dann kann man ja nochmal nachgehen. Aber zu lange sollte man sich damit nicht aufhalten. Hauptsache das ganze Ding kriegt mal Farbe. Und hier sieht man auch schon sehr schön gleich die Struktur von den Schindeln, wo ich mit dem Fingernagel reingedrückt habe. Das kommt hier schon super gut raus. Kommt natürlich jetzt auch darauf an, wie man das ganze Dach und das Fachwerk und alles anmalen will. Könnte man das Ganze auch in Braun vorher grundieren. Ich werde das Dach wahrscheinlich blau anmalen. Ah, da ist jetzt eine Schindel abgebrochen, ist auch nicht so schlimm. In dunkelblau anmalen. Von daher ist eigentlich schwarz ganz okay. Könntest du auch weiß grundieren. Auch okay. So. Als nächstes grundieren wir hier unten noch die Steinmauer. Auch in schwarz. Und das hier, das Fachwerk, das grundiere ich wahrscheinlich in weiß. Und das sieht jetzt auch richtig gut aus. Das Mauerwerk. Das Fachwerk an sich male ich jetzt mit Hobbyline weiß. Also. Das Fachwerk ist ja eigentlich das Holz, das mache ich natürlich in Braun, aber jetzt hier erstmal wird alles mal weiß grundiert. Die weiß getünchte Wand und auch das Fachwerk. Wenn man da ein bisschen drüber malt, über schwarz macht nichts, kann man danach nochmal übermalen oder das gerade hier wegstreichen. Ja, das geht nicht ganz. Naja. Das ist eine hübsche Pink Milchfarbe soll wirken soll. Okay. Das sieht aber schon ganz gut aus. Ja, aber da muss eine richtige Pink da drauf werden. Da muss ein bisschen Lila rein eigentlich. Da ist auch schon Lila drin. Nein, da ist kein Lila drin. Wir haben Gelb, Pink und die Glitzer pink genommen und keine lila. Okay. Dann, also bevor ich weitermachen kann hier an dem Haus, muss ich dem Assistenten noch ein bisschen lila reinmachen. Ja, weil da nur gelb und pink muss gut werden. Dazu nehme ich Mechanicus Standard Grey und einen Large Dry Brush. Und hier auf Küchenpapier wird der jetzt ein bisschen ausgedrückt, so dass nicht mehr so viel Farbe dran ist. So. Ich glaube, du musst es ein bisschen anders malen. Und dann geht man hier ganz leicht über die Felsen drüber. Ich glaube, du musst ein bisschen pink anmalen. Nee, das glaube ich nicht. Das so. Sieht doch nicht aus, als ich dachte. Aber so ist es, na klar, mir gefällt es.
Mir gefällt mir ein bisschen gut, aber nicht so ganz gut. Weil ich natürlich Harz nicht mag. Aber Harz ist ja auch bei dem Maratha. Werde da bei dem Pferdefürstel mag ich Harz, aber bei diesem ist ganz viel Harz, da mag ich kein Harz. Schwarz ist doch super. Aber mir gefällt kein Harz. Nur bei Maratha gefällt mir Harz. Mhm. Also jetzt sieht man hier auf jeden Fall ganz toll die Felsstruktur, die Steinstruktur. Und das werde ich jetzt mal hier komplett drumherum machen. Das dauert ein bisschen. Und bis gleich. So sieht es zurzeit aus. So, und jetzt werden wir das ein bisschen heller brushen mit Dawnstone. Pinsel habe ich schon ein bisschen ausgebürstet. Gehen wir hier ganz locker drüber. So, das geht ganz schnell. 2-3 Minuten für das ganze Ding. So, als letztes gehe ich nochmal. Sieht schon relativ gut aus. Als letztes gehe ich nochmal an einigen Stellen, hauptsächlich in Kanten, mit Longbeard Grey drüber. Ja. Nicht mehr überall, sondern ein bisschen wahllos, damit da ein bisschen Struktur noch ein bisschen reinkommt. Die Steine lasse ich jetzt erstmal so. Ihr könnt natürlich jetzt noch Traune, Steine noch dazu malen. Also verschiedenfarbige, um das ein bisschen aufzubrechen. Das überlege ich mir noch. Das sieht bestimmt ganz cool aus. Habe ich auch schon mal bei dem Turmschädelhöhe gemacht. Aber jetzt mache ich erstmal das Dach. Und zwar als erstes mal mit Regal Blue oder Neu Cantor Blue. Und zwar nehme ich auch den Dry Brush, aber Bürste ist jetzt eigentlich nicht groß trocken, sondern gehe einfach so drüber. Also mal das eigentlich richtig normal an. Mit einem großen Pinsel geht das auch schnell. Natürlich braucht man da jetzt nicht so genau zu sein wie vorher bei dem Schwarz. Das Schwarz kann auch ruhig ein bisschen durchkommen. So, der erste Anstrich vom Dach ist fertig. Und ihr sollt ja von meinen Fehlern lernen. Und hier sieht man teilweise zwischen den Ziegeln hier so ein paar weiße Stellen. Und zwar das ganz tief, das ist die Pappe. Und wenn man die vorher schwarz streicht, passiert das nicht. Da würde ich euch empfehlen, vorher die Grundpappe, auf der die Streifen angebracht werden, einfach vorher kurz schwarz malen. Und hat mir hier nicht diese Stirn weißen Streifen oder ja. Die muss ich jetzt noch irgendwie wegkriegen. Wenn das Dach gut getrocknet ist, wird es mit Festering Blue bzw. Altdorf Guard Blue gebrusht. Und da sieht man auch, das ist nur alte Farbe. Trotzdem ist sie noch top. Muss sie nur regelmäßig einfach ein bisschen Wasser nachfüllen und gut schütteln. So, Pinsel gut. Ausreiben, ausdingsen, nicht zu sehr und dann ganz locker drüber streichen. Das sieht mir schon ein bisschen nass. Das ist jetzt
aber noch nicht so viel, weil wir nämlich ganz langsam an den Aufbau der Farbe dran gehen. Als nächstes gehen wir mit Hideous Blue drüber oder The Fang heißt es. Und es ist ein ganz helles Blau. Da müssen wir jetzt also sehr gut aufpassen, das gut abstreifen hier und dann ganz langsam erstmal ausprobieren. Ja, das ist schon zu viel, sieht man hier schon. Also noch ein bisschen mehr ausdrücken, bis kaum noch was hier vom Pinsel abgeht. Und dann erst hier über die Ziegel locker drüber ziehen. Kann man an manchen Stellen natürlich fester machen, an anderen Stellen nicht so. Mal auch von unten nach oben. So, und dann kann man auch direkt sehen. Was da hier mit den Ziegeln passiert. Da gibt es eine schöne Struktur. Und ja, das mache ich jetzt mal fürs komplette Dach. Bei so einem künstlichen Neonlicht ist es natürlich immer ein bisschen schwer zu erkennen, weil da jetzt ziemlich viel Licht drauf ist. Ich versuche es mal so ein bisschen zu drehen. Und das ist jetzt die Seite, die noch nicht mit The Fang gebrushed wurde. So, und das hier ist die Seite mit The Fang. Also sieht man schon einen ganz klaren Unterschied. Ja, das sieht jetzt schon richtig gut aus. Und das kann man jetzt eigentlich so lassen, das Dach. Man könnte es jetzt aber auch an manchen Stellen einfach nochmal ein bisschen mit Grü von Sepia waschen. Und zwar nicht das gesamte Dach, das habe ich bei anderen Dächern schon gemacht, aber das ist ja riesig hier. Und darum mache ich jetzt einfach nur ein paar Stellen, wo ich denke, dass da ein bisschen Flüssigkeit runtergelaufen sein könnte. Jetzt hier gerade am Kamin gibt es so ein paar Flecken hier. Die laufen dann einfach hier so ein bisschen runter. Oder hier oben an den Abschlussplatten, Dachziegelabschlüsse, was weiß ich. Hier ist auch ein bisschen feucht, hier läuft es auch ein bisschen runter. Und das kann dann jeder so variieren, wie er Lust hat. Kann auch einfach nur einzelne oder mehrere in der Gruppe so ein bisschen feucht machen. Ich lasse immer noch hier so ein bisschen runterlaufen. So. Das ja, mache ich vielleicht jetzt noch ein paar Stellen, aber viel werde ich das jetzt nicht einsetzen. Während das Dach trocknet, also wenn es ganz getrocknet ist, dann kommt der Schornstein nochmal. Genauso wie hier unten hier die Steine wird er gemacht. Und während aber alles trocknet, werde ich jetzt hier diese Banner mit Genner's Gold. Das ist eigentlich eine Leerfarbe, aber damit kann man auch ganz gut brushen. Und werde ich jetzt einfach erstmal die zwei Vögel so ein bisschen brushen. Ja, den da auch. Das gleiche mache ich dann mit der Sonne. Mit dem Türschild. Also ich habe jetzt wirklich nur kurz mal mit Genner's Gold drüber gebrushed und sieht trotzdem direkt gut aus. Die sind jetzt noch nicht festgeklebt, weil die werde ich noch ein bisschen weiter bemalen. Aber die Wirkung ist schon mal auf jeden Fall cool. Und da sieht man eigentlich ganz cool, dass man aus dem selbstgebauten Haus noch mehr rausholen kann, wenn man so ein paar Bits aus der Bitbox einfach mal noch dazu klebt, anbringt, wie auch immer. So, jetzt nehme ich ein Large Brush von Citadel und wieder Grün von Sepia und werde jetzt einfach mal diesen kompletten Adler waschen damit. Das ist ein kleines Teil und da kann man ruhig das ganze Ding waschen. Gut trocknen lassen, dann geht's weiter. Das Dach sieht jetzt super aus.
Und da sieht man jetzt schön hier, wie das Grün von Sepia hier so runtergelaufen ist. Und das sieht jetzt wirklich schön verwittert aus, das Dach. Und schon längere Zeit da oben drauf auf dem Haus. So, bevor wir jetzt hier mit dem Fachwerk weitermachen, will ich jetzt hier die Dinger noch zum Abschluss bringen. Und zwar, die sehen jetzt schon richtig gut aus. Und das gleiche mache ich jetzt hier bei diesem Schild. Die Sonne habe ich jetzt auch schon mal gebrusht mit Genners Gold. Und hier oben natürlich die Stange und die Kette. Die werde ich jetzt mit Nikon Compound brushen. Kleiner, das ist ein Da Vinci Junior Dry Brush Pinsel. Und einfach hier so drüber gehen. Mal umdrehen. Unten noch ein bisschen. So. Das ist jetzt nicht ziemlich nass, aber trotzdem ein bisschen trocknen lassen muss man es. Und dann gehen wir nochmal mit einer anderen Farbe drüber. Jo, bis gleich. So, als letztes wurschen wir hier kurz nochmal mit Grün von Sepia drüber. Und zwar über das Metall und auch über das Gold von der Sonne. Das lassen wir jetzt gut trocknen und dann kann man es auch nach der Bemalung von dem Haus anbringen. Und jetzt machen wir uns an das Fachwerk und die Mauern. Und zwar fangen wir mit dem Fachwerk an. Wir nehmen einen Large Brush und Bestial Brown oder Mornfang Brown ist das. Und malen jetzt als erstes mal schön sauber das Fachwerk an. Da muss man ziemlich aufpassen, dass man jetzt nicht die Wände drunter bemalt. Wenn dann doch was passiert, dann kann man es dann halt nochmal ein bisschen, muss man es halt mit Weiß wegmachen, was auf der Mauer gelandet ist. Das ist jetzt noch mal relativ viel Arbeit, aber es lohnt sich nachher. Der Assistent, was macht der? Der große Assistent. Ich muss jetzt noch über die Parade schauen. Weißt ihr warum? Weil ich das einfach nicht hinbekomme. Den Tag, wo ich in den Kindergarten bin. Aha. Und was hast du da ausgeschnitten? Das erzähle ich euch heute. Bezettelnen, ein Kuchen und ein Haus. Okay, super. Und die Bezettelnen, die machen sich ja immer hübsch. So wie du. Na klar. Also Fachwerk macht gar nicht so viel Spaß anzumalen. Ich habe da jetzt doch ziemlich oft daneben gemalt. Und vor allem muss ich noch, das sieht mir jetzt hier schlecht, weil es die Sonne so reinbrennt, hier unten die weißen Linien, das ist auch Holz, muss ich auch noch bemalen. Danach werde ich komplett hier alles, was ich drüber gemalt habe, werde ich dann nochmal mit Weiß bemalen. Und ich bin jetzt mittlerweile auf den Basecoat umgestiegen, weil der andere war zu groß. So, die Tür, die kann man natürlich auch direkt noch in dem gleichen Braun streichen.
hier die Laterne habe ich auch. Mache ich auch in dem gleichen. Papa, du musst... Oh, was ist das denn? Ein Delfin? Diese Farbe hier hinstreichen, aber aufpassen, dass du nicht an den Rand malst. Und dann nehme ich die andere mit. Okay, also. Dann gehe ich nach unten, wenn alles ist. Die super Klitterfarbe. Trocknet ist. Die soll ich jetzt wohl hier auf diesen Delfin aufbringen. Als Test. Nehmen wir mal das Haus weg, damit das auch kein Glitzer abbekommt. So. Soll der komplett angemalt werden? Mhm. Aber nicht hinten. Mhm. Hast du den auch mit Auge gebastelt? Mhm. Nicht schlecht. Das Glitzer ist das Auge. Super. Und auch nicht an die anderen Sachen rankommen, okay? Okay. Das habe ich ja auch wieder vergessen. Mach ich das gut so? Aha. So. So. Erst gut machst du das. Super. Du musst immer so weitermachen, okay? Okay, so. So lassen wir mal trocknen. Wichtig ist, jetzt hatten wir ein paar Glitzer an den Händen. Das ist nicht so schön. Die müssen wir erstmal waschen, bevor man normal weitermalt. So, hier ist der Delfin. Papa! Ja? Du hast fertig! Ja? So, ich habe jetzt alles bemalt von allen Seiten. Sieht schon mal soweit cool aus. Und jetzt werde ich noch so ein paar Kleinigkeiten ausbessern, wie hier diese. Ja, ich komme gleich. Also hier alles, was so ein bisschen mit Braun auf dem Weißen ist, werde ich jetzt mit Weiß ausbessern. Das zeige ich nicht mehr. So sieht das Haus ja schon mal super aus. Aber aus meiner Sicht ein bisschen zu steril, ein bisschen zu neu mit dem Fachwerk. Und darum werden wir das jetzt noch ein bisschen, ja, ein paar Verwitterungseffekte aufbringen. Mal gucken, ob es uns dann immer noch gefällt. Und zwar nehmen wir dazu 09 den, ja doch, nehmen wir mal hier den. Das ist ein Washbrush. Und dann werde ich jetzt hier gerade ein bisschen Wasch drauf träufeln mit dem Pinsel und dann noch ein bisschen Wasser dazu geben, damit es nicht zu schwarz wird. Ruhig ein bisschen mehr, weil wir müssen ja relativ viel bestreichen. So, das reicht erstmal. Dann noch ein paar Tropfen Wasser dazu. So, gut verrühren. Und das. Komplette Mischung, damit gehen wir jetzt hier mal komplett drüber. Dadurch wird die Wand, da ist ja auch ein bisschen Struktur drin, wie man hier sieht, das ein bisschen akzentuiert, oder ja, akzentuiert eigentlich nicht, aber dadurch können wir die Struktur ein bisschen besser erkennen, weil das Wasch da reinläuft. Und genau, und kleinere Malfehler werden ausgeglichen und das Holz wird direkt auch ein bisschen dunkler gemacht. So, das mache ich jetzt mal überall. Bis gleich. Und am besten lässt man das Haus so auf der Seite, damit das Wasch nicht einfach nur nach unten fließt. Wenn alles gut getrocknet ist, sieht das ungefähr so aus. Könnte man jetzt so lassen. Wäre optional, aber das Holz noch ein bisschen anders haben will, noch ein bisschen verwitterter, der macht jetzt Folgendes. Ist nur optional, und zwar mit Sundry Dust, ein kleiner Dry Brush. Und dann ganz locker hier über das Holz, nur über das Holz brushen. Und dann kriegt man so ein bisschen Struktur rein. Und das sieht dann insgesamt ein bisschen älter aus, ein bisschen verwitterter. Muss man nicht machen. Kann man machen. Muss man auch nicht überall machen. So. Ein bisschen kann man es sehen. Und wenn es fertig ist, sieht es so aus.
So sieht es jetzt aus. Und wem das jetzt noch zu fleckig ist, der geht jetzt einfach nochmal mit Grüff und Sepia drüber. Das mache ich jetzt auch gleich. Dann nehmen wir wieder den Base Coat Brush. Der ist nicht so groß. Und gehen jetzt ganz locker nur über das Holz drüber. Wenn es mal an andere Stellen geht, ist auch nicht so schlimm. Ist jetzt nochmal ein bisschen Arbeit, aber sieht gleich dann ein bisschen besser aus. So, ich denke, ich bin fertig. So, lassen wir es jetzt einfach mal. Ist jetzt schon relativ verwaschen, die Mauern, aber ich meine, das ist jetzt nicht komplett neu gestrichen, sondern das ist halt schon längere Jahre, Jahrzehnte Benutzung, dieses Haus. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, ich werde das jetzt noch mit Mattlack besprühen und dann sieht es meistens noch mal ein bisschen besser aus meiner Sicht. Und dann zeige ich euch das nochmal auf dem Schlachtfeld. Hier oben, die habe ich jetzt auch dran geklebt, hier die Sonne auch und hier diese Kreuze, die habe ich genauso bemalt wie auch hier oben die Standarten. Das Fachwerkhaus ist fertig und steht jetzt hier auf dem Schlachtfeld. Und zwar haben wir hier eine alte Festung in ein riesiges Bergmassiv reingehauen. Und davor hat sich ein kleines imperiales Dorf oder vielleicht auch irgendwas Größeres gebildet. Und das ist halt einfach nur schon mal so ein Vorort oder das ist das Vorort und da hinten geht es über die Brücke und da geht es dann in die größere Stadt. Und das hier ist so ein alter Magierturm hier von diesem Nebelmagier. Und hier sind noch ein paar Felder, eine kleine Kapelle von Sigmar. Ein Wachturm, noch ein Feld und dann dieses größere, sagen wir jetzt mal, das ist eine größere Kneipe, ein Wirtshaus. Ja, und auf jeden Fall, die Stadt wird hier bedroht und da sind jetzt ganz viele, eine kleinere Armee von Mittenheim unter Führung von hier dem General und des Sigmar-Priesters sind ausgeritten, um hier den Feind zu empfangen. Genau. Das Wirtshaus oder das Fachwerkhaus sieht super geil aus. Ist auch nicht zu groß, wie ich am Anfang befürchtet hatte. Ist halt einfach ein größeres Gebäude, weil das da hier ist zum Beispiel eine ganz kleine Kapelle, ein Wachturm hier und da passen einfach ganz viele Leute rein, weil es einfach ein größeres Gildenhaus oder Wirtschaft, Schenke oder was auch immer ist. Und jetzt hier im Maßstab mit den ganzen Figuren sieht einfach geil aus. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank nochmal an Andreas Holzschuh für hier diesen coolen Bausatz. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt mich an. Ich versuche auf jeden Fall entweder einen Download-Link auf Facebook zu posten, wo jetzt hier die Schablone für das Fachwerk runterladbar ist. Oder wenn es halt nicht klappt, müsst ihr mich einfach anschreiben, dann schicke ich euch das per Mail. Jo, bis bald wieder beim Chef-Oberboss. Viel Spaß beim Nachbauen, Nachmalen und bis bald. Schickt Fotos, poste ich immer gern auf Facebook. Jo, das war's jetzt aber auch. So, das eine Projekt ist fertig und hier liegt schon das nächste Projekt oder die nächsten Projekte.
Und zwar, wem jetzt das Haus zu viel Arbeit war, den könnte das vielleicht interessieren. Und zwar sind das so Bausteine. Das ist jetzt eine Rundturmruine. Das ist ein irisches Dach. Magierhaus. Was haben wir hier noch? Dach Patrick. Und das weiß ich, das ist glaube ich ein Turm. Auf jeden Fall, das habe ich bei, das gibt es bei mentamodellbau.de. Und ja, das probiere ich einfach mal demnächst aus. Das sind halt schon vorgefertigte Steine aus, ich schätze mal Gips oder irgendwas. Und da braucht man nicht selbst alles einzuzeichnen. Und das, da ist jetzt auch ein Fenster mit dabei und so. Das probiere ich einfach mal aus und mal gucken, wie schnell man da ein Haus bauen kann. Also, das gibt es irgendwann die nächsten Monate.